Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Omni Factory. Wollte euch mal was zeigen. Ich bin immer noch hier in meiner Farming-Runde. Ich habe das Inventar schon relativ voll. Mit jeder Menge Zeug, wo ich bis jetzt noch keine Ahnung von habe. Aber das Interessante ist, gibt hier so Erzadern und ich bin auf Diamantenhöhe, Höhe 12. Und hier finde ich Kupfer, Kalkopyrit und zwischendrin ist auch Eisen versteckt. Also das Farmen in dem Modpack ist wirklich mehr als leicht. Da mal hier sind 3 und da 3, gut. Komm, Lava, dich machen wir weg. Störst hier ein bisschen. Wohl Mist, jetzt habe ich meinen Müller immer weggemacht. Kurz gucken, wo der Müller immer weitergeht. In die Richtung. Oh, dann hebe ich das Stück hier noch eben aus. Ist egal, machen wir so. Und graben uns mal in die Richtung. Da müssten wir rein theoretisch auf die Lava stoßen. Ja. Das kann weg, das kann weg. Und was man gleich gerne sieht, dass dort Diamanten sind. Noch hier was liegen lassen? Nee. Gucken wir mal auch, ob ich da gleich an die Diamanten rankomme. So, wäre schon drunter, mache ich mal hier so ein kleines Auffangbecken. Je nachdem, wie weit sie springen. Ah, komm, mache ich hier auch noch zu. Erster Diamant. Jetzt müsste es hier auch klappen. Dann lassen wir das mal hier sein. Ich möchte auch euch noch was zeigen, was mir beim Farmen aufgefallen ist. Außer, dass ich das meiste Zeug wegschmeißen kann. Rechts rum. Schreck mich doch nicht so. Da, wo habe ich zugemacht, da gehen wir nicht rein. Ach, guck mal an, noch mehr Diamanten. Möchte mal einen Bruchstein. Dann halt hier nicht. So, hier ist zu. Gucken wir mal, ob da irgendwas drunter ist. Nein, passt, da kann ich den abbauen. Ja, schon 2. Ist nichts mehr. Ja, hier auch Kohl, Ohr, Ölsand. Da ist die Fackel rechts. Ist das der Heimweg?
habe da so eine kleine Routine auch entwickelt. Wenn ich in der Höhle bin, markiere ich die Fackeln immer links, weil das war der Hinweg. Und wenn ich mich umdrehe, weiß ich, wenn sie rechts sind, dass ich zurücklaufe. Da waren keine hier. Was hier? Komme ich selber gerade ein bisschen durcheinander. Das war hier. Aber hier war eine Mine-Chest. Die ist mir aufgefallen, als ich da die Lava versucht habe zuzumachen. Die hatte ich auch ein bisschen ausgehoben. Teilweise keine Ahnung, was Pitch Blend Ore ist, und Uranium sagt mir wieder was. Uranit. Und hier in dem Ding habe ich auch reingeguckt und das wollte ich euch auch zeigen. Die Schienen können drinnen bleiben, die Kohle nehme ich aber gern mit. Das Gold ab, das guckt mir den Goldapfel. Könnten wir den Pulverisierer auch wieder klein machen. Nehmen wir den mal mit. Melonensamen auch. Das. Und wo kam ich jetzt? Denke ich von hier. Dann da drüben, genau. Drüben muss ich auch noch ein paar Fackeln platzieren, dass es hier nicht so dunkel ist. Da sind wir wieder oben. Jetzt haben wir auch mehr als genug Sachen zu schmelzen. Vor allem schon jetzt über 2 Stacks Kupfer. 4 Diamanten. Davon 49. Da haben wir 29. Ah, das ist normale Kohle, okay, ne. Bräuchte immer eine 8er-Zahl. Das sind dann 3 Kohle, die er verfackelt. Hier unten 8, 16, 24, das passt auch. Ach. Ja, hier oben rein. Da kommt jetzt das Eisen raus. Und dann brauchen wir noch einen Ofen. Komm, was sehen wir denn da? Dass der immer hier das weiterverarbeitet. Muss ich auch mal im Questbuch jetzt mal gucken. Davon brauchten wir 12 und davon 12. Heißt, da werde ich gleich 16 machen. Dass es effizient ist von der Kohle her. Es dauert jetzt halt ein bisschen, bis es durch ist. Wir können hier mal im Questbuch gucken. Ja, da wird uns dann viele Sachen zeigen.
Gut, in der Zeit können wir auch ein bisschen Holz farmen, während das hier am Brutzeln ist. Jetzt müsste es eigentlich durchgebraten sein, wenn ich mich nicht täusche. Eisen haben wir, davon haben wir auch 12. Deckt. Jetzt haben wir hier so Geld bekommen, das man nicht herstellen kann, wenn ich mich nicht täusche. Du kannst es aus so einem Nickel. Und aus dem Nickel kannst du dir Sachen bauen, wie Syriometer, Saphir, Saphir. Schaff. Kann man auch Diamanten oder irgendwie sowas? Olivin, Magnesit, Tin, Kasserit. Quarter, da kannst du Gold, Smaragd, Palladium, Uranium. Omnidollar, Drillcore. Okay, jetzt hat sich viel geöffnet. Wir haben jetzt hier eine Quest, 4 Werkbänke zu machen. Ist klar. Wie macht man denn diese wunderschöne Werkbank? Mit Ruhe, Werkbank und Buch geht hier nur mit Leder. Heißt, wir müssten mal auf die Jagd gehen. Was haben wir noch? Holzkohle. Und Endgame-Tab. Der Endgame-Tab. Hat damit uns jetzt hier das Tab geöffnet, um uns so zu sagen, wie wir weiterkommen und so weiter und so fort. Da machen wir aber wenig erstmal. Gucken wir hier erstmal einen Eisenofen. Okay, man darf da drinnen keinen Brennstoff behalten. Basic Iron. Also normaler Ofen und Eisen drumherum. Zum Glück haben wir ja noch einen Ofen. Können wir auch mal gleich aufwerten. Deckt, gibt uns das Geld. Ach, mit dem können wir jetzt mehr verbrennen. Okay. Der nächste wäre ein Kupfer. Können wir auch machen. Gut, da ist endlich mal die Holzspitzhacke kaputt gegangen. Ach. Müsste ich ja erstmal Kupfer schmelzen. Und dafür bräuchte ich die Kohle, 8 Stück an der Menge.
dass der ganze Stack durchgearbeitet werden kann. Gucken wir mal kurz weiter. Den Kupferofen machen wir gleich. Mining Hammer, Mining Heifer. Okay. Starter Tools. Was ist da im Stadium? Dam Stadium Dust. Okay, mir sagt es gerade nichts, wie ich den Barren das Item herstelle. Komm, gib mir den letzten Barren. Hier anordnen, das anordnen, da haben wir den Kupferofen. Der nächste wäre ein Silber, haben wir nicht. Gold ist mir noch zu teuer. Könnten die hier auch mal aufwerten. Machen wir mal da einen Eisenofen draus. Für Holz habe ich noch hier noch zwei da. Gut, der macht, verarbeitet mal das ein bisschen. Dann gucken wir mal hier ins Werkzeug rein. Einen Hammer. So ein Darmstadium. Stöcke. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, Iron Hammer. Gucken wir mal, ob der hier zählt. Ja, es ist egal, welchen wir hier machen. Eine Pfeil. Platten. So, der Hammer dazu. Das, das. Haben wir die Pfeile. Jetzt brauchen wir eine Säge. So. Ja gut, das ist wieder ein bisschen. Kann auch so eine Handsäge machen, wenn ich es richtig gesehen habe, ja. Also zwei Platten, Hammer und der Meißel. Das hier, der Hammer. 1, 2. So. Ach, die müssen andersrum angeordnet werden. Da haben wir Sägeblatt. Und das Sägeblatt mit einem Stock. Mal die Säge. Jetzt eine Wrench. Nur so ein Schraubenschlüssel. Okay,
Okay. So, der Hammer oben rein. Und jetzt einen Schraubenschlüssel. Screwdriver, also ein Schraubenzieher. Screw. Driver. Beile und ein Barren. Beile und ein Barren. Ich müsste mal den Rest vom Eisen auch durchschmelzen lassen. Zwei Stücke brauche ich. Wie war das jetzt eben nochmal so? Das hier hin, dahin. So und so. Haben wir einen Schraubenzieher. Und jetzt noch eine Kabelschneider, Wirecutter. Erfordert jetzt alles. Die Platten, die Zähne und eine Schraube sind Bolzen. Und dafür muss ich die Stücke zersägen, alles klar. Ah, das. Zersägt. Und wie mache ich die jetzt weiter? Mit einer Beile. Kommt da eine Schraube raus. Also nochmal zwei. Ja, sind sie nochmal. Stangen. Pfeile, die Stange raus. Und noch drei Platten. Eins, zwei, drei. Ah, jetzt mal gucken. Das, das, das. Das. Die Schraube und dann Hammer, Pfeile und Schraubenzieher. Pfeile, Schraubenzieher und Hammer. So, jetzt haben wir die Ka den Kabelschneider. Puh. Und Motor. Der verlangt wahrscheinlich jetzt noch mehr von uns ab. Oder noch weniger. Das und das. Cleanstone, okay, erklärt sich. Tauschen wir mal. Ich mal, was passiert, wenn ich da oben Steine reinpacke. Na, ist ein Ticken schneller. So, da habe ich die 5. Nehme ich erstmal Kupfer, davon habe ich mehr. Bronze. Gut, da muss ich doch Eisen.
So, das haben wir jetzt alles fertig. Jetzt beginnt der Spaß. Wir sollen einen Gummibaum suchen. Wir können die Blätter abschneiden und Pflanzenballen draus machen. Den Pflanzenballen können wir in Schleim schmelzen und den Schleim können wir in Gummi schmelzen. Okay. Materialien. Müsste ich noch mehr Redstone finden? Dann wäre eigentlich alles okay. Ein Gummibaum hatte ich doch hier. Mal gucken. Schere? Aus Diamanten oder aus Holz? Machen wir mal eine Holzschere. Zwei, drei, vier. Das, das, das. 47 Haltbarkeit, das ist ja gar nichts. So, Rest müssen wir da lassen. Wir brauchen ja auch noch den Setzling wieder. Haben wir einen Setzling? Den dürfen wir nicht verheizen, der muss noch mal wachsen. Haben wir sonst noch irgendwo einen Gummibaum? Da ist noch einer. Da sieht man an der pixeligen Textur, der hat hier irgendwie keinen bekommen. Hauen wir mal die Schere an dem Baum kaputt. Gut, und jetzt kann der gefällt werden. Haben wir alles. Mann, sogar hier sehe ich es schon. Ignite Coal Ore. Mal damit. Ofen zu Lignite Coal. Staubtast. Also die Brett 6, okay. Der da. So, schauen wir mal. Plant. Ball. Okay. Da kriegen wir die Schleimwelle raus. Das heißt, wir haben die Quest jetzt auch fertig. Claim. Rubber Sheets.
hammered into sheets. Also Rubber können wir auch in Platten hauen. Gut, und dann? Robert meint, es kann man hier sein. Aha, irgendwas mit Maschinen stoppen. So, jetzt habe ich auch die 6. Mallet. Rubber. Achtundzwanzig Rezepte. Ein Rezept mit dem Stock. Da. Okay, keine Ahnung, für was das sein soll. Click the machine to allow oder disable. Also An- und Ausschalter im Hebelform. Was haben wir hier? Iron Lumber Axt. Lumber. Eiserne Variante. Wenn ich ein bisschen Eisen hätte. Das war so. Und so. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Tatsache. Also, was ist denn das? Lumberjack. Geil. Macht das Holzfarm ein bisschen einfacher. Gut. Was haben wir noch als Quest? Die machbar ist. So, Rahmen. Aber wir werden jetzt hier erstmal pausieren. Ich habe auf die Uhr geguckt. Wir sind ein bisschen über der Zeit drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich danke fürs Einschalten und bis demnächst.